Der Gewinner hat das Recht, leider, dass er sich seinen Auftritt ganz alleine selber in seinem kleinen oder mittelgroßen oder auch riesigen Gehirn ausdenken darf. Das hat Klaas Wolfer Umlauf selbstverständlich gewissenhaft getan. Sie kennen den Mann. Und naja, weil Sie ihn kennen, ist es jetzt der Moment, wo es für Sie einfach auch angemessen ist, dass Sie mal aufstehen, dass Sie mal ein bisschen Respekt zeigen. Ich sag's Ihnen auch gleich, das kommt nicht von mir, das kommt von ihm. Er hat ich wollte gerade sagen, das sagst du bei mir nämlich nie. Nee, das ist richtig, du sagst auch nie vorher Bescheid. Ich bin ja ansonsten, bin ich ja wirklich gerne Sprachrohr. Okay, schön, dass Sie stehen. Hier ist Klaas Wolfer Umlauf. Der ist gewachsen. Hallo. Abend. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ist Klaas krank? Mein Name ist Dr. Kirchner. Ich vertrete meinen Mandanten, Weltmeister Klaas Wolfer Umlauf. Hallo, Herr Dr. Kirchner. Einstweilige Verfügung. Darf ich heute... Bitte lesen Sie das laut und deutlich vor. Ach so, natürlich. Ah, natürlich, okay, gut. Bekenntnis zur Kleinhaftigkeit. Ich, Joachim Cornelius Winterscheid, bestätige hiermit, dass ich von heute an und bis in alle Ewigkeit der glitzkleinste, loserigste Loser aller Zeiten bin. Ich bin kleiner als der Pantoffel eines Pantoffeltierchens. Kleiner als der Auswurf einer Babyameise. Ich bin so klein, dass ich durch ein Nasenloch geboren wurde und eine Woche brauche, um einen Tic-Tac aufzuessen. Mit der Unterschrift. Unter diesem Vertrag erkläre ich mich bereit, die restliche Sendung so zu moderieren, dass meine wahrhaftige Größe unverfälscht zum Vorschein kommt. Denn ich bin klein, klein und unnütz. Unterschrift. Was? Oh. Oh. Dankeschön, ich weiß das sehr zu schätzen. Danke. Wir sind noch nicht ganz fertig. Eine Stunde bei Herrn Dr. Kirchner ist sehr teuer. Okay. Wir haben hier ein Setting aufgebaut. Und dieses Setting, das wird dich und uns immer daran erinnern, dass du winzig und klein bist. Okay. Ja? Weil das eine, finde ich, wichtige Umkehrung der Verhältnisse nun darstellt. Yeah. Das heißt, aber du dieser Tisch und dieser Stuhl, jetzt bin ich dran. Sorry. Der wird jetzt hier auch die ganze Sendung über sein. Das heißt, wann immer du moderierst, gehst du auf diesen Stuhl, an diesen Tisch und wirst jede einzelne Moderation von dort machen, weil er dich sehr klein und winzig wirken lässt, als seist du ungefähr 90 Zentimeter groß. Okay. Dieser Stift hier wird in deiner Hand erst sehr groß aussehen und dann wirst du aber sehr klein aussehen. Okay. Und du wirst diesen Vertrag jetzt unterschreiben und zwar da an deinem Schreibtisch. Ja, klar, logisch. Also, bitte sehr. Geh mal da hoch erstmal. Hoch. Ich halte das, geh mal hoch. Da unten ist es noch nicht. Das dauert jedes Mal eine halbe Stunde. Oh. Das ist mein Humor. Guck mal, wie klein ich aussehe. Ha 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 ha!
Ist es auch ein bisschen eine Kompensation? Ja, ach, ich dachte so ein bisschen. Ich wusste, dass ihm das Spaß macht. Ach so, natürlich. Mir war schon klar, dass er da auch ein bisschen Spaß dran hat. Er soll ja, wenn er schon verloren hat, auch so ein bisschen Freude haben. Absolut. Die große Tasse da oben. Hast du die Tasse gesehen? So, darf ich mal eben. So, Herr Kirchner, das ist der Vertrag. Den würde ich Ihnen jetzt geben, dass Sie den bei sich in den Safe legen. Vielen Dank, schön, dass Alles Sie da klar. waren. Ja? Danke, herzlichen ebenfalls. Dank. Wiedersehen. Sie merken schon, sehr verehrte zuschauende Menschen, Sie sind hier absolut bei der intellektuellen Sparte des Unterhaltungsfernsehens angekommen. Wir nehmen Humor sehr ernst. Und wir feiern das Duell um die Welt und es ist so schön, dass Sie nach 10 Jahren trotzdem noch dabei sind, obwohl oder weil wir so sind, wie wir sind.